Was ist das denn hier überhaupt? Okay, das geht nicht. Da ist eine Sauerstoffflasche. Was ist hier oben? Ist auch nichts. Vielleicht wisst ihr mehr. Vielleicht seht ihr ein bisschen mehr was. Aber, Von ihm, wo soll die denn fallen? Ah, hier! Was ist denn? Toll. Hier ist doch die Pfeife. Du hast den größeren Bildschirm. Was? Ich habe aber einen Plattenspieler. Meinst du das hier? Jetzt funktioniert das. Man muss ja erst den Plattenspieler aktivieren. Toll. Super. Aber wo ist das U-Boot? Das soll hier so eine... Das ist eine Tauchglocke, aber das ist doch kein... Das ist bestimmt nur eine Mine. Aber wo ist das U-Boot? Hier liegt ein Latschen rum. Dann war das ja doch gerade der Schaber. Ich musste erst die Platte aktivieren für die Musik. Toll. Aber wo ist denn bitte hier das U-Boot? Es funktioniert voll super mit euch. Ihr seht mehr wie ich, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich bin aber auch schon ein bisschen neben der Spur, wegen der Arbeit und alles, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das hier übrigens sieht so ein bisschen aus wie so ein zerknüttelter, aufblasbarer Wal. U-Boot unten rechts, vielleicht sieht es aus wie, was ist ein Torpedo? Nein, ist es nicht. Das hier, wenn du das meinst hier, nein, das ist es nicht. Habe ich mir auch schon so gedacht, aber nein, das ist es nicht. Wo soll denn hier bitte ein U-Boot sein? Das ganze Ding ist ein U-Boot. Ernsthaft? Das war doch kein U-Boot. Das war irgendwie so ein Vieh mit zwei Augen. Du hast einen nützlichen Gegenstand, einen Schaber. Was soll ich mit einem Schaber? Wofür können wir den Schaber denn benutzen? Frage ich mich gerade. Wofür brauchen wir denn einen Schaber? Ne, warte, geht da lang? Dann komme ich da lang. So, gekocht haben wir. Da können wir auch nichts mehr machen. Warte mal. Nein, da ist auch nichts mehr. Ein Schaber. Ich glaube, hier haben wir auch soweit alles an Cheesepulver verschossen. Wofür brauchen wir ein Schaber? Prefer to reminisce about the good old days of plundering alone. Mhm. In der Höhle ist etwas dunkel, bist du sie? Ja. Diese Animation. Okay, da kommen wir nicht lang. Da brauchen wir irgendwie Licht oder so. Hier brauchen wir auch irgendwie so eine Tafel. Die haben wir ja nicht. Schaber benutzen. Ich muss die Nägel entfernen, um die besseren Blick. Mit dem Schaber vielleicht. Nein, mit dem Stock. Nein. Das funktioniert nicht. Okay. Der Leuchtturm ist fast nur noch eine Ruine. Ja, so wie das ganze Spiel. So. So.
Tja. Boah, diese Fledermaus. Die Frage ist, wofür brauchen wir denn einen Schaber? Da können wir ja nur die Münzen einsetzen, ne? Und dann geht's weiter mit der Geschichte. One of the vessels attacked by Remington's crew happened to be on its way to pick up the young Countess, Mary Bannister, and safely transport her to her father in San Juan. The pirates boarded the ship, killed the Marines, and then donned the dead men's uniforms. At the port of call, before anyone noticed, Remington kidnapped Countess Mary, expecting a grand ransom. Ich bin so überwältigt über die Story. So. Ciao, mein Freund. Okay. So. Seitdem wir ihm den Grog gegeben haben, kann er nicht mehr reden. Ich weiß nicht warum. Hat ihm wahrscheinlich die Sprache verschlagen. Kann ich denn hier jetzt schon was... Nee, ich brauche hier... Ja, ich meine hier, oder? Haben wir nicht. Hier, nimm Köder. Nimm Ladestock. Nimm Schaber. Nein. Nimmt er nicht, okay. Wie weit kommen wir denn hoch? Hier ist... Ja. Kann ich hier mit dem Schaber was machen? Nee. Wo? Ich suche jetzt erstmal alles ab. Da ist er ja wieder. Hallo. Ah ja, ich glaube, wir brauchen die Säure hier für die Ketten. Aber wir brauchen erstmal eine Fiole. Hallo Jerome. Und Putin. Eine Stunde. Willkommen zur Let's Play Live Show. Was ist das für ein Geruch? Uraltes Fleisch und Gemüse? Ich weiß es nicht. Ich will es nicht wissen. Ganz ehrlich. Können wir hier noch... Radenkanon hier muss einen Unfall mit dem Schießpulver gehabt haben. Daher die Holzprothese. Ja. Okay, hier haben wir soweit schon mal alles abgefrühstückt auf den Bildern, aber... Die Frage ist, was brauchen wir denn sonst noch und wo können wir noch was machen? Hier brauchen wir auf jeden Fall eine Fiole. Die Frage ist, wo finden wir diese Fiole? Er sitzt da rum und trinkt einfach so seinen Grog. Hier können wir die Lampe zum Wackeln bringen. Sehr schön, finde ich gut. Gehen, interagieren. Ein königlicher Lehnstuhl, angemessen für einen Schiffskapitän. Remington muss ein Mann mit großen Zielen gewesen sein. Ja, es ist, hier kann ich auch die Lampen bewegen, ganz toll. Da auch. Aber sonst kann ich nur zur Kiste und da... Do you have a coin for me? Do you have a coin for me? Später vielleicht. Insert Coin. Okay, sonst können wir nichts machen, außer hier vielleicht. Kann ich irgendwas benutzen? Nein. Das wird auch noch lustig, das Rätsel, glaube ich. So. Okay. Ich bin auch überlegen, mir das Spiel zu holen. Was? Das hier? Nein, um Gottes Willen. Kann ich irgendwas hier machen? Hier? Was? Vielleicht kann ich mir den Weg in die Festung freisprengen. Ja, schön. Was kann ich denn hier... Hallo? Ich muss die Lunte anzünden. Mit dem Schaber. Toll. Na super, jetzt brauche ich natürlich erstmal Feuer. Wo kriege ich denn Feuer her? Naja, Stufen sind zu wackelig, aber zum Wimmelbild hingehen, das kann sie. Natürlich. Was war... Hier war... Achso. Kann ich hier...
Ja, ja. Wo krieg ich denn jetzt Feuer her? Ich meine, hier brennt alles, aber ist ja egal. Hier vielleicht die Kerze. Hey, die kann ich mitnehmen. Geil. War jetzt nur mal so eine Idee gewesen, aber es funktioniert anscheinend. So, jetzt können wir auch hier anscheinend die Kerze anzünden. Die Kerze anzünden, die Kanone. Feuer frei! Yeah, und genau getroffen, mit einem Schuss. Wir sind so gut, wir sind so... Boah, das sind meine Mega-Skills, sind das. Das sind meine Ultra-Mega-Skills. Meine Pro-Gamer-Skills sind das beim Wimmelbild. So. Hof. Hallo, wer sind Sie? Remington. Nein. Spieglein, Spieglein. So. Okay. Ja. Es ist so schwer, um es hochzuheben, aber vielleicht kann ich es wegrollen. Natürlich kannst du es wegrollen. Ich sage nichts mehr. Ich sage gar nichts mehr. Die Statue einer mysteriösen Meereskreatur. Peinlich genau. Was stand da? Peinlich genau in diesem besonderen Pose aus Stein gemeißelt. Ah, ja. Gehen. Oh, ein Wimmelbild. So, Schraubenzieher, Kugel mit Kette, Galgenstrick, so, Kugel mit Kette, was ist das hier? Was ist das denn? Hallo? Hui. Ich habe keine Ahnung. Machete, Fackel, Säge, Ratte. Machete? Säge, Ratte, das ist keine Ratte, Haken, da ist der Haken. Spieglein, Spieglein an der Wand, der ist der schönste im ganzen Land. Halt die Fresse. So. Guillotine, die Guillotine, die Guillotine. Wo ist eine Guillotine? Auch eine geile Maske hier übrigens. Ein Besen, wo kommt er hin? Ich habe keine Ahnung. Das geht nicht. Fackel, 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 Fackel. Kann ich den Besen anzünden als Fackel? Was weiß ich denn? Aha, Sandsack haben wir jetzt bekommen. Ein Sandsack. Katzenspuren. Ne, Kratzspuren. Kratzspuren, Kratzspuren sind hier. Ich habe Katzenspuren gelesen, entschuldigt bitte. Bei mir lässt schon so ein bisschen nach. Also wenn man so einen Tag arbeiten war und so, da lässt er schon ein bisschen nach. So, Fackel, Heugabel. Die haben schon gesehen. Da ist die Heugabel. Galgenstrick ist hier. Da ist die Ratte. Nein. Ich muss sie hier rauslocken, um sie zu fangen. Hier mit Käse. Hier. So, Ratte. Weißt du, da schnappt er sich die einfach so. Weißt du, so zack. Und dann steckt er sich die in die Tasche. Egal. Ob die da rumjammert oder nicht. So, Säge. Wo ist denn die Säge? Säge, Säge, Säge. Säge, Säge, Säge. Ich sehe auf dem Bild keine Säge. Fackel, Guillotine, Schraubenzieher. Schrauben, da ist der Schraubenzieher. Da, Kugel mit Kette ist da hinten. So, Guillotine, Fackel und Säge brauchen wir noch. Da ist eine Fackel.